Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit Krass Klassenfahrt Folge Nummer 9. Und ja, der arme Fly, der kommt einfach nicht zum goldenen Schuss. Scheinbar wird er wieder gestört von der lieben Lehrerin. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Mann, der will doch mal einmal. Mensch, der Arme. Mensch, ey. Und von dir, Lorena? Von dir bin ich enttäuscht. Fatima, es geht doch nicht immer nur um das eine! Lorena, Schokolade, es gibt nicht für Hunde. In der Serie oh, schon. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Tierarzt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch mega gespannt, wie das mit Stanny weitergeht. Ob er jetzt seine große Liebe halten kann, die Madison, bin ich mega gespannt drauf. Oder ob der wieder einen scheiß Fehler baut. Und wenn der wieder einen Fehler baut, dann komm ich persönlich zu dem. Und mir das haben. So mache ich das. Hey, hi. Dankeschön, dass du gekommen bist. Gerne. Wie genau kann ich jetzt helfen? Also ich würde sagen, einfach ein bisschen schieben und dann sollte es endlich angehen und dann kann ich endlich nach Hause fahren. Das wäre echt toll. Also Sie wollen wirklich jetzt heute Abend schon fahren? Du willst nicht, dass ich fahre, oder? Nein, ich meine, es ist schon dunkel und vielleicht auch schon zu gefährlich. Also vielleicht bleiben Sie lieber noch eine Nacht. Bist du ein bisschen einsam, oder? Nein. Das hat nichts mit Einsamkeit zu tun. Das ist... Ich möchte für Sie da sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du vor kurzem etwas verloren hast. Eine Beziehung oder sowas. Kann das sein? Ich weiß nicht. Hör mir zu. Du gibst mir hier eine Starthilfe und ich gebe dir eine Starthilfe fürs Leben. Geduld. Geh einfach langsamer. Also all deine Beziehungen, egal ob mit Freunden, mit Mädchen, einfach langsam angehen und dir vielleicht einen in deinem Alter suchen. Okay. Ja? Okay, danke schön. Danke. Ich werde mal schieben. Perfekt, vielen Dank. Eine gute Fahrt. Verrenk dir nichts. Nein. Geduld, merkt ihr das? Ja. Super. Okay. Dann Handbremse lösen. Ja. Und einfach freie Fahrt voraus. Okay. Ja? Leuchtet. Ja. Und... Sehr gut. Schöne Fahrt. Vor allem. Boah, wie nennt man das nochmal, wenn man selbst Objekte so liebt? Irgendwie, ne? Warum nicht, ne? Gibt man halt das Auto... schön Rennblock. Schön auf dem Arsch gehauen. Ach, Lorena, zum Tierarzt. Ich hab den Schlüssel von Frau Ostermann geklaut. Fatima, geh schnell aus dem Weg. Wir müssen unbedingt zum Tierarzt. Sie hat einfach Schokolade gegessen. Oh mein Gott, nein, das war nicht der Hund. Heavy. Ich hab Streit mit Julian. Immer wenn ich Streit habe, muss ich immer richtig viel essen. Vor allem Schokolade. Und ich hab die ganzen Verpackungen einfach dann liegen lassen. Ach so. Zum Glück. Und vielleicht tut mir voll leid. Nein, ja, sorry, ich wollte es nicht, gut, dass ihr das denkt. Zum Glück war es nicht der Hund. Alles gut. Ja. Ich glaube, ihr beide braucht mal ein bisschen Auszeit. Kann es sein? Ich weiß. Ja, okay, aber dann müssen wir ja da gar nicht hin. Dann ja. Willst du vielleicht mit uns kommen? Wir gehen ein bisschen chillen zusammen, lenken dich ab. Ja, komm. Egal. Boah, fuck, man, jetzt habe ich so Bauchschmerzen von der ganzen Schokolade, die ich immer esse. Aber das Ding ist, wenn ich gestresst bin, dann muss ich einfach immer Zucker essen. Deshalb ist morgen wieder Sport. Deshalb, ich bin 24/7 gestresst, deshalb esse ich immer Zucker. Immer. Immer. Das ist der Grund, wieso ich auch immer Cola trinke. Ich bin immer gestresst. Ich kam gestresst schon auf die Welt. Da habe ich schon gesagt, nee, das ist mir alles zu stressig. Ich möchte gerne wieder rein. Bitte lassen Sie mich wieder rein. Das ist mir alles zu stressig. Genau gar so kein ist Bock. Es. Dreaming about a revolution in our minds. This is all we got. Talking about a resolution, spinning
Danke, dass du die ganze Nacht bei mir geblieben bist. Das war echt die schlimmste Nacht meines Lebens. Gut, ein End von Herr der Ringe wäre abgehauen, ne? Also, hat schon Vorteile, so einen Baumfreund zu haben, weil der kann halt nicht abhauen, ne? Und der muss sich deinen Quatsch anhören, ne? Hast du gut geschlafen? Du wagst hier aufzutauchen, sag mal, weißt du, wie kalt es eigentlich ist? Ich hab keine Schuhe, ich... Oh, das tut mir aber leid. Georg, was Hallo. Liegst du da? Du hast die ganze Nacht hier verbracht und was machst du hier? Ich habe mich nur ausgesperrt, das war Ach ja. ganz blöd von mir. Ach ja, und warum hast du so dreckig gelacht? Ich habe nur einen Witz erzählt, das ist sehr wirklich lustig. Ja, den möchte ich jetzt auch mal hören, Georg. Was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine. Also es wäre ja unschön, wenn beim Essen... Das ist lustig, oder? Warum hast du das getan? Wieso verteidigst du mich? Nennt sich Nettigkeit, das kennst du ja anscheinend nicht. So etwas Süßes hat noch nie jemand für mich getan. Dabei war er echt sauer. Und es war auch eigentlich nur so ein kleiner Spaß, aber jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht. Langsam mag ich die ja, ne? Langsam wird die mir immer auf den Paar weg. Hab ich dir nicht gesagt? Das ist so ein Aufbau, Alter. Der hat gar nicht. Das ist so krass. Die arme Sau. Er ist gar nicht checkt einfach. Er ist komplett verwirrt. So lost, ja, aber sorry, aber musste auch sein. Das verdient. Da kannst du mich auch Grace auch verstehen, oder? Bringt er so einen Vorschlag, dann muss ich natürlich ihn direkt nehmen und raus. Was soll man denn machen? Was soll man denn sonst machen? Natürlich so ein Opfer. Aber weißt du, wer mich gerade am meisten abfuckt? TJ, Digga. TJ und Georg. Die zwei? Alter, die hätten so verdient, mal richtig irgendwer da. Ey, eigentlich müssen wir die richtig pranken. Wir können den irgendwie... Oder die werden die neuen Prank-Boys. Einfach als Idee, wir packen denen irgendwas ins Getränk rein, so Abfüllmittel. Mhm. Dann werden die so explosionsartig sich die Hose voll kacken. Und das filmen wir und stellen wir auf YouTube. Und dann machen sie es vor der ganzen Welt lächerlich. Aber ein bisschen zu stressig und aufwendig. Das wäre schon krass. Es wär wirklich krass, aber ich finde ein bisschen zu stressig und aufwendig. Ich denke sowieso, dass es noch richtig eskalieren wird. Ja, und wir müssen zusammenhalten. Das ist, was zählt, ne? Dass wir am Ende nicht alleine dastehen. Zählt. Wir zusammen? Ja, safe. Mach mal, Alter. Das wird geil. Geh um dieses kleine Opfer! Boah, ich hoffe so sehr, dass Fly sich relativ schnell wieder normalisiert. Mhm. Sonst komm ich dahin. Quadrat plus B Quadrat gleich A Jojo! Ich hab gelernt, die ganze Zeit. Ich hab jetzt alles vorgelernt, den Stoff durchgezogen. Mir alles reingehämmert ins Hirn. Den Stoff durchgezogen. Jojo, ich meine, das ist schon so oft, das Abi ist noch so weit weg. Ja, kannst du mal bitte chillen? Reicht langsam. Wir haben eine mega coole Idee. Ja, erzähl, und zwar... Wir werden Zimmer tauschen. Und zwar Stanley und Madison werden dann hier chillen und du bei uns beiden. Eine ganze Stunde. Und du weißt, was das bedeutet. Also wie Frauentausch, nur anders? Das heißt ja, dass die in diesem Bett hier sexen. Ja und? Sexen. Du kannst dich ja neu beziehen. Digga, kannst du ein bisschen überzeugt sein. Eine ganze Stunde. Neu beziehen ist gut. Ja. Komm jetzt, Jojo. Viel Spaß. Danke. Ciao, Mädels. Bei denen ist was los. Oh, geil. Fly! Bett wach, wir müssen reden. Schrei mich nicht an, nein, ich schlafe jetzt. Steh auf! Fly! Steh auf, wir reden jetzt. Los! Steh auf! Lass mich in Ruhe! Was nervst du mich jetzt? Ich kann machen, was ich will. Ja, was sollte es aber mit Grace und Fatima, dass du dich an die rangemacht hast und dass du dich überhaupt wie ein Arsch verhalten hast? Was soll das jetzt? Warum kommst du jetzt damit? Was war mit TJ? Er stand einfach halbnackt im Zimmer und das soll ich in Ordnung finden, oder was? Ja, ist doch nicht schlimm daran.
Was ist daran nicht schlimm? Also hätte ich das einfach so machen lassen sollen. Hätte ich dich einfach da mit ihm rumstehen lassen sollen, dem halbnackten TJ, was auch immer ihr davor hattet. Ja, normalerweise sagst du ja auch nichts. Das ist schon wieder so typisch, dieses Gerede. Von wegen, ich bin Softie. Das ist so ein Schwachsinn. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Wie du überhaupt darauf kommst und warum... Ja, Fly ist kein Softeis mehr. Der ist jetzt... Kratzeis. Genau, der ist kein Softeis mehr, sondern der ist jetzt Kratzeis. Jetzt damit anfängst, ich verstehe es einfach nicht. Es war alles in Ordnung und du fängst mit diesem scheiß Softie-Gelaber an. Ja, weil du mich nie unterstützt hast, wenn ich mich beispielsweise mit Fatima gestritten habe. Ich hab dir doch gesagt, es sind nicht meine Streits gewesen. Wieso sollte ich mich da einmischen? Ja, trotzdem hättest du mich verteidigen können. Ich hab es nicht mal verstanden, okay? Das Einzige, was ich will, ist respektiert werden und endlich Sex haben. Was machen die? Oh, ist das eklig. Ja, es ist endlich offiziell. Fly hat's geschafft. Nach 4 langen Staffeln. Ich bin endlich keine Jungfrau mehr. Ja. Ja. Und leider ist noch einer weniger aus meinem Club Jungfrau. Schade. Dankeschön, Drehbuchautoren. Fly? Ja? Das war scheiße. Das wäre so geil. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen sollte oder überhaupt wann. War ich nicht gut? Das hat gar nichts damit zu tun. Oh, okay. Ja, gut. Also, meine Eltern ziehen beruflich um und deshalb muss ich halt auch mit umziehen und ich werde woanders dann Abitur machen müssen. Das heißt, ich bin ab morgen nicht mehr Teil dieser Klasse. Morgen? Ja. Fuck. Das ist scheiße. Das ist richtig, richtig, richtig scheiße. Jojo? Der ist gerade, der ist bei Fatima im Zimmer. Ah, okay, danke. Ah, da werden die zwei, okay. Jojo, Fatima! Mädchen, wann checkst du es eigentlich? Du kannst den Jungen nicht mal verteidigen. Bekomm es in deinen Kopf rein. Und du denkst, diese Blumen machen alles wieder gut, ja? Küss mich. Ja, mach die Tür zu, wenn du gehst! Boah, Alter! Es ist ja schön, dass Fly keine Jungfrau mehr ist, aber, boah, krass, das ist schon, also es geht hier gerade richtig Party ab. Und natürlich, ich dachte ja, dass Fly erwischt wird von Kapitalpa. Nicht Spaß. von Frau Pa. aber krass. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin mega gespannt. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wir sehen uns definitiv dativ akkusativ im nächsten Video. Und auch hier nochmal... eine kleine Information, viele haben es vielleicht schon mitbekommen. Es wurden mir fehlerhaft 40 Abos abgezogen, also mein zweiter Account, da habe ich mich selber auch abonniert, ich weiß, es ist total bescheuert, aber war auch nicht mehr abonniert. Ja, und für die Leute, die vielleicht das Abo verloren haben und ihr könnt gerne wieder abonnieren, müsst ihr natürlich nicht, aber würde mich natürlich freuen und ja, bis zum nächsten Video, bis dahin haut rein und tschüss.